Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Astro Colony. Ja, ich bin gleich rüber gesprungen in die nächste Folge. Samstag, schönes Wochenende, Leute. So, und wir fangen an. Ich habe gesagt, wir bauen uns als erstes das Labor aufmachen wir erst als zweites. Ich möchte jetzt gerne mit euch erstmal schnell einmal den Dings hier, den Sauerstoffschild einmal umsetzen. Und zwar genau hier rauf. Ich hoffe, das geht, aber ich denke schon, dass wir einen Strahl haben. Finde ich ein bisschen sinniger. Und dann seht ihr auch mal, wie ich da so vorgehe, obwohl ihr habt es ja schon gesehen. Ne? Und wie schön das halt ist, wenn alles weg ist. Also ich finde diese... Gut, auf alles kann man natürlich nicht, ist klar, aber es ist hier schon schön, ne? Schön aufgeräumt. So, wir fangen mal an. Wir räumen das hier mal weg. So, dann kommt hier als erstes, da kommt ja das Kabel durch. Das wird hier lang mitlaufen. Dann drehen wir einfach erstmal jetzt. Wo ist das Ding? Nein, da. Drei. So, das haue ich jetzt erstmal hier hin. Ja, das gefällt mir. Das ist doch tausendmal besser. So, dann müssen wir runter in den Servicebereich. Das Gute ist jetzt natürlich auch, jetzt wissen wir ja auch, wo die Geschichte hinführt. Ah. Ja, es wird Zeit, dass wir das Treppenhaus fertig kriegen. Halt, zu weit! So, in den Servicebereich. Oh ja, hervorragend, Leute. Hervorragend. Kann doch nicht besser gehen, oder? Dann schnappen wir uns ein Kerbelchen. So, wo bist du da? Achso, das könnte ich dann direkt. Ich müsste dich dann von oben machen. Okay, okay, okay. Okay, da müsste ja genau hier jetzt der Strang langlaufen. Und sowas ist doch. Das ist doch cool, oder? Also das mag ich ja schon. So, das ist tausendmal besser jetzt. Ja, schicki. Okay, dann schauen wir mal. So, Kollege, baust du schon was? Nein, das heißt, hier kommt ja denn schon mal irgendwas noch nicht an. Aber bevor wir da rumwriggeln, werden wir das erstmal in den Angriff nehmen, weil ansonsten können wir nachher unser Treppendingsbums nicht bauen. Behaltet mal den Hinterkopf, Labor aufbauen. Dann auf jeden Fall das Treppenhaus. So, diese Dinger, die sollen... So, wartet mal kurz. Lasst uns mal gucken, ob wir vielleicht doch Schilder kriegen. Nein, Lampe, 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 Lampe. Was ist das? Reflektor, wofür auch immer. Kriegen wir auch noch raus. So, Schilder, könnt ihr hier Schilder sehen? Was haben wir hier? Türöffnung. Ah. So, keine Schilder. Abfallbehälter, Tür. Okay, also Türen gibt es nachher irgendwann. Eine Luke gibt es auch. Lampe, Boden. Oder können wir schöne Dinger machen? Lampe, Lampe, Lampenständer, alles Lampen, ne? Licht, Licht, Licht. Schade, ich hätte ja gedacht, es gibt vielleicht sowas wie Schilder. Das wäre noch richtig nice. Es gibt auch nichts, was man beschriften kann, ne? Truhen oder sowas. So, wie ihr seht, hier ist irgendwo was im Argen. Hier ist irgendwas im Argen. Hier hat sich wieder irgendwas gestaut. Also wie gesagt, es läuft noch nicht rund. Und da das hier noch nicht rund läuft und auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Lasst mich kurz gucken. Was blockt? Was um alles in der Welt blockt denn da oben? Nee, das kommt runter. Da geht das rein. Irgendwas blockt doch hier. Wo blockt was? Wartet mal. Wartet doch mal. Das geht da rein. Mal sehen. Nee, das geht jetzt nicht. So, das geht da rein. Ich werde jetzt einfach mal einen so einen Klotz hier mal wegnehmen. In der Hoffnung, dass sich das so ein bisschen auflöst. Okay, aber wo hängt der denn? Kumpel, wo hängst du? Du gehst da runter. Ja, das weiß ich. Du gehst da, weil du bist... So, du gehst da rein. Auch gut. Das geht auch nach unten. Okay, da würde ich nämlich sagen, ich klicke den mal vorsichtshalber an, dass das hier auch nach unten verschwindet. Das ist... Geht auch hier mit rein. Aber was blockiert denn hier?
Was blockiert das Hauptsystem? Nein. Nein. Was ist das? Was ist hier los? Das geht raus nach unten ins Lager. Das kommt von oben runter, geht hier lang. Geht dann da lang? Leute, ich weiß noch nicht, was hier blockt. Lager? Das ist Kohle, das geht auch ins Lager. Ich werde mal, um ein bisschen Luft zu schaffen. Stehe ich nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo es blockt. Der geht da rein. Hier gehen die Platten runter. Ne, die gehen rauf. Welcher Nasenbär blockt? Eis doppelt gemoppelt. Eis doppelt gemoppelt, muss nicht sein. Ja, wie ihr seht, unser System ist noch nicht perfekt, ne? Und jetzt hänge ich nämlich hier. Und wisst ihr was? Ich mache mal einen Schnitt. Ich würde sagen, ich mache einen Schnitt, sonst ist die Folge gleich wieder rum und wir schaffen wieder nichts. Und ich guck mal, wo der Fehler ist und spring dann rein und zeige euch den Fehler, okay? Also, wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ja, den genauen Fehler kann ich euch nicht sagen. Es war eine allgemeine Verstopfung. Also das zeigt mir nur wieder auf, dass mein System wirklich noch nicht rund läuft. Also es ist tatsächlich zu viel Material im Moment. Genau, es ist im Moment zu viel Material, was hier bewegt wird, was unser System nicht schafft. Muss ich mich noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Also wir, glaube ich, brauchen tatsächlich Förderbänder, die reinliefern und reine Förderbänder, die rausliefern. Jetzt habe ich alles noch relativ auf einem Band laufen und ihr seht, das äußere Band, ne, es rutscht nicht nach, weil es sind zu viele Eingänge, die hier reinkommen. Also ich muss es wirklich so bauen, Bänder, die rausgehen, Bänder, die reingehen. So, aber jetzt muss das erstmal so, ja, wir haben noch andere Dinge vor. Würde ich vielleicht eventuell gucken, ob ich es separat mache, weil, wie gesagt, ihr seht es ja selbst mit der Geschichte hier. So, wie sieht es hier denn aus? Auch hier, wieso kommen hier eigentlich keine, das ist das halt, ne? Wir müssen sehen, wir bauen jetzt das Labor auf. So, Feierabend, wir bauen jetzt erstmal das Labor auf, damit wir hier mal weiterkommen. So, ich habe mir gedacht, wir bauen das Labor erstmal hier auf. Ich würde sogar eher sagen, hier hinten. Ja, hier hinten, da haben wir es ein bisschen einfacher, weil hier gleich der Stromanschluss ist. Der Stromanschluss und wir können hier im hinteren Bereich waren ja auch, genau, war keine Fenster, das war vorne. Genau, das ist gut. Dann machen wir, hier hinten kommen diese Kyrokapseln ja hin, hier in den hinteren Bereich und hier im vorderen Bereich, wo das Fenster ist, und hier im hinteren Bereich machen wir dann so ein bisschen mechanisch, Servicebereich, Fließbänder etc. Gut, das klingt doch nach dem Plan. Das heißt, wir bauen jetzt unser Labor. Unser Labor finden wir auf der F3. Ja, F3, 6. So, dann müssen wir mal sehen, wie wollen wir das? Am besten, Strom ist ja da. So, Förderbänder. Ich werde das jetzt erst einmal... Wollen wir das direkt an die Säule packen? So. Wollen wir es so tun? Na, wartet mal. Ich stelle den da erstmal hin. Und dann gucken wir mal. Ich werde mal einmal hier mal aufdeckeln, um mal zu sehen.
Okay, ja, da ist der eine Schacht. Das heißt, hier ist die Wand. Den könnte man hier tatsächlich mit dem Förderband hochgehen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das lassen wir so. Erst einmal. So, dann wirst du jetzt erstmal verstrümmert. Da würde ich dann tatsächlich sagen. So, und da das das Labor ist und ja auch hübsch aussehen soll, sieht das aus mit Platten. Das sieht sehr gut aus. Baba, 8. Nee, 8 ist das. So. Ah, Labor. Nee, gehen wir auch einmal auf die Seite. Da ist er eigen. Da möchte er schön dich deckeln. Als Deckplatte nehmen wir das. So. Jo. Da wäre unser Labor. Und da können wir dann einfach mal solche Sachen reinschmeißen. Den regeneriert er ja schon mal. So, das läuft. Hervorragend. Wir haben das Labor aufgebaut. Yeah. Gut. Treppenhaus wollten wir schauen. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Material? Ne, den nicht. Den hier. 20. Ist ja noch nicht so dolle, ne? Habe ich das schon im Inventar? Nö. Okay. Da steht schon wieder alles. Ich weiß es nicht. Ich werde der Sache mal offline angehen. Vielleicht in Sachen Timelapse was machen. Ich weiß es noch nicht. Wir brauchen auch noch ein Lager mehr. Wir brauchen ein Lager mehr. Und dann muss ich wirklich alles, was Fließbänder, die ins Lager kommen, die aus dem Lager. Ich glaube, ich werde alles nochmal abreißen. Werde nochmal neu machen. Schaue ich, ob ich es. Wie gesagt, euch daran teilhaben lasse oder nicht. In Form vom Timelapse vielleicht. Ich werde mal sehen. Weil aber jetzt in einer Folge, ihr seht, na, wir sind schon wieder so weit und wir kriegen nichts gebacken hier. Und es steht halt, ne? So, kommt. Wir nehmen erstmal hier unsere 20 Kisten. Und ich möchte jetzt gerne anfangen, zumindest einmal anfangen mit unserem Treppenhaus. So, Treppen habe ich hier schon mal was vorbereitet. Ist jetzt die Frage, kriegen wir das hin? Ich muss einmal sehen. Das heißt, wir brauchen auch eine schöne Bodenplatte. Welche Bodenplatte wollen wir denn nehmen? Die weißen wieder? Die finde ich langweilig. Was würde der Boden? Ich meine, die kosten ja zum Glück alle das Gleiche, ne? Wir können das einfach mal testen. Wie sieht die denn aus? Bei unserer Treppe? Boah, ich weiß nicht. Was meint ihr? Machen wir mal den Dings aus. Boah, passt, ne? Sieht nicht so schlecht aus. Welche habe ich jetzt genommen? Schande, welche habe ich denn jetzt genommen? Ja. Welche Bodenplatte habe ich denn jetzt? Beknackt oder was? Boden, Boden, Boden. Also Fliesen hatte ich geguckt. War das die hier? Ich ziehe die mal hier runter. Auf die 8. Ich guck mal. So, weil Treppe ist jetzt die Frage, gehen wir so weiter? Ach, das ging nicht. Ich musste eine. Genau, da habe ich getrickst. Nee, habe ich nicht. Ich brauche doch noch einen zweiten. Doch, ich habe getrickst. Und zwar wie folgt. Ich habe nämlich so. So. Dann so. Dann so. Dann. Schnuck. Tricksen wir? Ja, wir tricksen. Warum auch nicht? Zack. 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 Und ich denke, dass wir, das reicht doch denn schon, ne? Mit einer langen Treppe hoch. Ja. So, da müssen wir noch so einen Boden erstmal reinbauen.
Da brauchen wir gar nicht. Das reicht doch schon. Hervorragend. Würde ich tatsächlich dann auch so nehmen wollen. Entschuldigt. Mal auf. Dann wäre das jetzt hier der Eingang. Wir sind schon viel zu hoch. Leute. Wir sind doch schon viel zu hoch. Entschuldigung. Frosche Malz. Jetzt ist die Frage. Ein Stück ransetzen? Nö, ne? Was? Moment. Mir ist etwas irritiert. Da geht's raus. Ach, das sind Fenster hier. So, ich will dahin. Nein, von da komme ich. Ich wieder. Schön, wenn man sich auskennt in seinem eigenen Haus, ne? So. Natürlich muss ich noch höher. Ich muss da oben bis zur Luke. Och Mensch, sag doch was. So, also. Stufe. Stufe, sag ich. Treppe. Die nehmen wir gleich wieder mit. Dann triggeln wir wieder hoch. Setzen wieder ein Podest. Setzen da ein Podest. Ja, ich war irritiert durch das Fenster, was ich da gesetzt habe. Also, wir werden diese Treppengeschichte kaum nutzen, denke ich. So, jetzt muss ich nur einmal so gucken, wie sinnig das jetzt ist. Ich müsste noch eine höher, ne? Ah, wieder die falsche Platte rausgenommen. So. Machen wir das mal weg. So. Okay, was habe ich jetzt weggenommen? Ah, das ist nicht so schlimm. So, machen wir hier einmal auf. Machen wir hier einmal auf. So, dann würden wir hier hochkommen. Dann müsste hier noch eine Platte hin. Noch ein Fußboden. Wo bin ich jetzt? Ja, dieses ist nicht korrekt. Ja, wird das jetzt etwa doch zu klein werden? So, jetzt müsste ich mit einer Stufe noch hoch. Ja, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das kann ich ja auch tun, ne? Das hier ist mit den Strichen. Ist das hier alles sehr, sehr irritierend, wie ihr seht. So, und jetzt überlegt mal, das große Gebäude. Hätte ich das mit euch hier. Boah, boah, ne. So, dann würde ich jetzt sagen, mit der Treppe da einfach anschließen. Platte nehmen. Sehen, kriege ich die da unten wieder rein. Ja. Schöne ist halt, ne, die ganzen Sachen sind ja nicht weg. Da kommt jetzt ein Boden rein. Das ist ja hier noch alter Boden. Den würde ich tatsächlich austauschen wollen, ne? Tauschen wir aus, oder? So. Warum habe ich dich jetzt ausgetauscht? Ja, weil das im Treppenhaus. Warum ist das eigentlich so? Ach so, weil wir, stimmt, wir haben ja einen Versatz. Wir haben einen Versatz drin. Wir haben einen Versatz drin. So, jetzt würde ich mal gucken, wie machen wir das? Noch eine Leiter, wir sind jetzt ja schon auf einer Ebene. Hätte ich mit der Treppe anders anfangen sollen? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal, dass wir da hinkommen. So. Okay. So, das ist natürlich jetzt, ne? So. Den habe ich schon aus. Wieso geht es nicht weiter? Weil die Treppe zu dicht ist, ne? Okay.
Bin ich doof? Wenn wir jetzt nochmal einen Boden nehmen. Ah, nicht hier oben. Frickelig. Treppenhäuser sind frickelig. Und ihr seht ja, wie viel Zeit drauf geht auf die ganze Geschichte hier. Ich glaube, ohne Scheiß, ich muss tatsächlich das nochmal anders bauen. Vielleicht sollte ich von oben anfangen. So. Weil so ist doch Kacke. Weil nachher habe ich ein bisschen Platz. Ist das jetzt besser? Aber das war doch eben genauso, oder? So. Nö, jetzt scheint das zu funktionieren. So, man kommt denn hier rein, geht hier hoch, geht hier hoch, geht hier hoch, hier hoch. Also wie gesagt, für uns ist wer nachher nur ein Stockwerk, wenn wir in unsere Sektion rein müssen. Ne? Das ist da hauptsächlich für die Roboter und für die Leute. So, ja. Aber, glaube ich, haben wir das Problem, wenn ich das jetzt zumache. Also das ist ja nicht das Problem. Aber das hier, glaube ich, ne? Komme ich da jetzt runter? Shitty. Das muss ich anders machen. Das ist ja jetzt doof. Ah. Ich mache jetzt keinen Schnitt. Da frickeln wir uns für diese Folge durch. Hier, das ist nicht mehr so lange. Jetzt ist die Frage, fangen wir doch mal von oben an. Vielleicht fangen wir einfach tatsächlich mal von oben an. So, wir sind ja hier. Hier ist unsere Ausgangsposition. Die lasse ich auch in weiß. Ich mache jetzt nur einmal das alles weg, damit wir einen Startpunkt haben. So, ich schätze aber mal, dass ich eine Treppe nicht von oben ansetzen kann. Doch, kann er. So, dann mache ich hier mal mein Jetpack aus. Roller mal noch runter. Und schau jetzt einfach mal. So, das ist klar. Der weg, damit wir reingehen können. So, dann wären wir eine Ebene tiefer. Ja, das ist doch okay. Das ist doch okay. So, wartet. Die lasst uns gleich mal zumachen. Da muss ich gleich mal sehen. So, ich würde dann hier runterkommen. So, ich komme hier runter und müsste dann eine tiefer und könnte dann hier durch. Ja, genau. Dann würde ich das nochmal wegmachen wollen. Dann würde ich hier, wo ist sie? Die 6, eine Scheibe reinkommen. Mit der 3 wird hier zugemacht. Dass wir hier die Tür haben. Ich mag ja irgendwie diese, ich weiß nicht, das Weiße, das ist so ein Grauton, die Platten, ne? Finde ich, setzt sich schön ab. Ich mag's. Ich glaube, ich lasse es. So, dann würden wir hier lang kommen. So, dann würde ich hier aber wieder aufmachen wollen. Und dann mit der Treppe wieder runter. So. Jetzt sag nicht, jetzt habe ich das Ding abgebaut. Ja. Aber ist nicht schlimm, es ist ja noch alles da. Ja, aber so geht's, ne? So geht's. Zack und abgebaut mal eben fix so. Wie saß das Teil denn? Muss ja. Dann so, ne?
Ich werde wahnsinnig, Leute. Ich werde wahnsinnig. So, was haben wir hier alles? Rüber, rüber. Ich hau einfach mal alles rüber. So. Jetzt habe ich kein Material mehr für andere Sachen, ne? Ah, so, unsere Treppe. Ja, das kommt natürlich, weil wir jetzt die Sechser überbrücken müssen, ne? Ach so, uns fehlt Material. Wartet, lasst uns mal schnell mal gucken, ob wir Material haben. Haben wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge. So, ich beende die Folge. Ich schau mal, Treppenhaus habt ihr jetzt ja gesehen. Werde das, glaube ich, noch vollenden. Das Lager unten muss ich schauen. Das Lager unten muss ich schauen. Nee, wisst ihr, nee, pass auf, wir machen das Treppenhaus gemeinschaftlich weiter. Ich würde sagen, wir machen es gemeinschaftlich weiter. Und bei dem Lager mache ich einen Schnitt, wenn wir da noch Zeit haben. Okay, ich möchte jetzt nicht immer nur schneiden und alles offline machen, das ist doch total blöd. Ihr wollt ja das ja vielleicht auch mitsehen. Ansonsten, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das möchtet, weil ich habe null Gefühl dafür, was ihr sehen wollt, was nicht. Weil ich persönlich möchte nicht sehen, wo jemand einen Riesenblock über 8 Folgen nur immer ein und das Gleiche macht. Wiederum möchte ich schon sehen, so wie jetzt das Treppenhaus. Ja, bring das mal zu Ende. Würde mich schon interessieren. Na, wir haben es angefangen. Aber auch nicht über 3 Folgen. Also, oder 8. Na, dann kann man lieber sagen, wir machen noch einen Schnitt. Schauen wir mal. Vielleicht wird die nächste Folge ein Schnittli. Jo, gucken wir einfach mal. Genau, ich muss jetzt mal gucken, bei welcher Folge wir sind. Aber ist okay. Ich habe reagiert. Also Leute, macht's gut. Noch einen schönen Samstag. Und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, Abo wäre schön. Däumchen hoch. Und Feedback, Feedback, Feedback. Macht's gut, euer Maruk.